Hallo, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video hier von der Kärntnerhütte mitten in Hamburg. Wir werden heute die vier größten Pizzaketten, wirklich rein Lieferungen, ne, die es auf Lieferungen abgesehen haben, die werden wir heute direkt vergleichen. Es wird einen direkten Vergleich geben und da machen wir keinen Turniermodus. Wir machen jeweils 2 gegen 2 und stellen dann die Gewinner gegeneinander. Erstes Battle ist jetzt Call It Pizza mit 64 Millionen Euro Jahresumsatz gegen Pizza Max mit 41 Millionen Euro Jahresumsatz. Wir bewerten natürlich den Geschmack, wir bewerten aber auch Frische und Zeit. Wie lange braucht das Ganze? Wie frisch ist es, wenn es da ist? Ich werde es euch sagen, bis gleich. Wir gucken jetzt erstmal, was für Pizza wir wählen, Leute. Ahmed, mein lieber guter Edelmet, wird jetzt mit mir zusammen auswählen, was wir nehmen. Also klar, ihr sitzt ja jetzt und jeder denkt sich, nein, hättest das nehmen sollen, hättest das nehmen sollen. Wir haben keinen Plan. Wir nehmen jetzt irgendwie eine Pizza, die wir überall bestellen können, damit wir natürlich den direkten Vergleich haben. Na, Ahmed? Wir stellen uns die Pizza selber zusammen. Wir werden Chicken heute nehmen, gleichen Zutaten bei allen Pizzalieferanten. Und dann haben wir den direkten Vergleich. Perfekt, wir rufen da jetzt erstmal an. Moin, ihr Lieben, ich wollte mal einmal eine Pizza bestellen zum Liefern gerne. Ja, ich wusste gar nicht, ihr seid die drittgrößte Pizzakette in Deutschland zum Liefern. Ja, genau, so ist das auch. Ich habe euch noch nie gehört vorher, ich schwör's dir. Okay, wie ist Ihr Name nochmal? Mein Name ist Meier. Meier Koff, um es genau zu nehmen. Wir nehmen Champignons, Paprika und Mais. Wir legen direkt die Stoppuhr los, direkt nach dem Anruf. Wir stellen das natürlich gegeneinander dann. Ist von der Entfernung fast gleich, muss man sagen. 1-2 Kilometer ist Call It Pizza, weiter weg. Aber wir schauen. Bis gleich. Direkt den nächsten Anruf. Direkt den nächsten. Ich sag mal, Rufin, mein Name, was kann ich für Sie sagen? Ja, hallo, mein Lieber. Nachname bitte? Majakowski. Majakowski. Kowski. Kowski, wie Kosovo. Also wir werden es uns hier wieder gemütlich machen. Wir richten uns das hier ein bisschen an. Man hätte auch mal eine Kategorie machen müssen, wie lange dauert die Bestellung zum Aufnehmen. Da war auf jeden Fall Call It Pizza deutlich vorne. Aber das ist egal, wir bauen jetzt auf, sehen uns gleich mit dem direkten Vergleich. Also eins muss ich kurz festhalten, Pizza Max hat eben angerufen. 7 Minuten nachdem wir aufgelegt haben, waren die schon unterwegs. Hat er angerufen und gesagt, die sind unterwegs. Krass, mit dem Fahrrad. Und was sagst du, wenn das stimmt, was er sagt, müsste er? In 3 Minuten hier mit dem Fahrrad am Schlawenzeln. Ja, weil er das eingegeben einfach mal von der Fahrradzeit. Die haben Elektrofahrrad auch noch, also ich tippe mal sogar in 2 Minuten. Also er müsste jeden Moment kommen. Ich muss noch ganz kurz anmerken, Call It Pizza ist 3 Kilometer weiter. Die kommen aber mit Sicherheit mit Auto. Google sagt gleiche Zeit von der Strecke. Nur so viel dazu. Da ist er, Leute, der Soldat. Mein Lieber! Hol mal bitte deinen Stoppuhr raus, weil er ist noch nicht da. Nein, er dreht wieder um, macht nichts. Aber da vorne kann er rein. Kann er auch rein? Also wenn er sich jetzt mault, Leute, und die Haxen bricht, dann können wir natürlich nicht die Zeit werten. Da muss er hier hinkraucheln. Da ist der Ehrenmann. Ehrenhaft. 19 Minuten und 10 die. Oh, geil. Mega. Da ist die Pizza. Du bist echt schnell gewesen, Brudi. So, perfekt, Leute. Have a nice day. Es geht los. Pizza Max. Obwohl wir jetzt 2 Star angerufen haben, als erstes am Start. Runde 1 mit Pizza Max. Ich kann euch auch von mir immer mal wieder sagen, neapolitanisch, amerikanisch, ich habe immer Bock auf was anderes. Hätte ich einen Pizza-Weltmeister bei mir um die Ecke da, ich würde da nicht jeden Tag bestellen. Ich habe auch mal Bock einfach auf eine Lieferservice-Pizza, die schmecken auch manchmal geil. Gut heiß, wirklich gut heiß. Schöne Käsenote kommt durch. Ich meine, ich habe es auch bei Domino's so im Kopf, dass manchmal irgendwie gar kein Käsegeschmack kommt. Gar nicht. Schöner Käsegeschmack. Hähnchen sehr weich, ganz zartes Hähnchen. Knackige Paprika auch. Da hätte ich nicht gedacht. Gut, die kam so schnell, die kann ja wirklich nur einmal erhitzt worden sein im Ofen. Aber gutes Ding, hätte ich jetzt beim schönen Italiener gegessen, mit einer kleinen Gemüsepfanne, hätte die Paprika im Mund genommen, hätte ich gesagt, oh, haben sie einen guten Garpunkt getroffen. Real Talk. Rand, auch ganz wichtig jetzt, wichtiger Moment. Bin so gespannt auf Call It Pizza. Ich glaube, die habe ich nur einmal im Leben gegessen und würde ich nicht mal meine Hand für ins Feuer legen. Und natürlich auch nicht diese Pizza genau. Call It Pizza habe ich noch nie gegessen. Aber Leute, das Ding ist vernünftig. Also Rand, so wenn man es anfasst, ein bisschen pappig.
hat aber noch einen guten Knusper drin. Ist eine Konsistenz, würde ich für die Allgemeinheit sagen, vielleicht nicht perfekt geeignet, aber ich mag diese Konsistenz von der Pizza. War sehr knusprig mit Sicherheit, als sie aus dem Ofen kam, gelitten durch den Transport. Aber alle haben hier die gleichen Bedingungen. Ein Stück gegessen, daraus werde ich entscheiden. Leute, mal ganz ehrlich, ich bin geflasht von dem Ding. Auch die Hähnchenbrust wirklich sehr, sehr zart. Ach, man sagt auch gerade, schöner Käsegeschmack, ne? Knusprig, alles drauf, alles drin. Achmed hat es eben richtig gesagt und ich bestätige das, was er gesagt hat. Wir glauben beide nicht, dass einer mit der Pizza mithalten kann. Von den nächsten drei, die kommen. Wirklich. Also Pizza Max ist ja eher das unbekanntere Ding. Kannte es nicht. Ja, ich kannte es auch bis vor ein paar Wochen nicht. Also Kohle Pizza kennen wir auch beide nicht, du? Nein. Guck mir, was die bringen. Jede Kette liefert hier das perfekte Stück für uns. Eine Chance, ein Stück und das kriegt jetzt Kohle Pizza. Gönne, gönne, da kommt Kohle Pizza. Gut 45 Minuten, Leute. Da ist er am Start, der gute Kollege. Moin, 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 grüß dich. Perfekt, da ist der Kollege. Schönen Tag, ciao, ciao. Tschüss. Jetzt bin ich heiß wie Frittenfett. Also, meine erste Einschätzung. 14,30 zu 15,60, also hier ein bisschen günstiger. Aber Leute, Optik deutlich schlechter. Deutlich schlechter. Sieht für mich eher aus wie irgendeine Tiefkühlpizza aus dem Supermarkt. Chicken, glaube ich, vergessen aus. Es ist dann so dünn, dass ich es nicht sehen kann. Deshalb wird es auch günstiger sein. Ne, ist drauf, aber da sehe ich kein Chicken. Wo ist das Chicken da? Haben sie vergessen, aber berechnet. Danke. Für nichts. Okay, das perfekte Stück für Corle Pizza. Ich soll noch ein bisschen wegen der Frische dazu ziehen. Immer noch frisch, immer noch heiß. Nicht ganz so heiß wie bei Pizza Max, aber immer noch heiß. Allerdings deutlich schlechter. Es kommt viel mehr wirklich tatsächlich auch dieses irgendwie Tiefkühlpizza-Feeling. Keine gute Tomatensauce, kein durchdringender Käse, Paprikamatsch. Im direkten Vergleich ist sie einfach schlechter. Rand viel Paprika, kein Knusper mehr, gar nichts. Deutlich schlechtere Pizza. In einem Pizza-Lieferservice-Ranking, Pizza Max, von mir 9 von 10 Punkten, die hier 5 von 10. Jetzt geht's zur Runde 2. Die Big Player, Domino's gegen Smileys. Domino's alleine 64 Millionen Euro Jahresumsatz. Mit Platz 1 in unserem Ranking gegen Smileys Platz 2. Wir sehen uns bei mir zu Hause. Also nochmal, bevor es zu mir geht, wirklich, wenn man die Pizza im Laden kauft in der Tiefkühltheke, perfekt. Aber 15 Euro für diese Pizza, Leute, das ist eine Frechheit, muss man sagen. Das ist wirklich nicht fair. Ich kann jetzt nicht filmen, weil wir noch draußen sind. Wir sind gerade rechtzeitig. 23 Minuten und der Kollege von Smileys ist da. Ihr seid echt schnelle Lieferanten, Mann. Ja. Geil, danke schön. So, das ging echt fix, Mann. Also, wir sind nicht mal richtig reingekommen. Die sind da. Ihr habt die beiden Zeiten gesehen. Preise sowieso bei allen Pizzen ungefähr gleich. Lieferzeit jetzt, Domino's und Smileys, sind deutlich kürzere Entfernung gewesen. Bisher, das muss man sehen im Vergleich zu den anderen Lieferzeiten. Die hatten einen längeren Weg. Wir legen jetzt erstmal los mit der Domino's Pizza. Ich muss erstmal sagen, wirklich von der Optik, auch diese Pizza überzeugt mich nicht. Rein optisch war die von Pizza Max immer noch deutlich stärker, deutlich stärker. Die sieht trotzdem irgendwie, ich möchte es nicht lieblos nennen, aber doch lieblos. Nicht perfekt von außen gebräunt, also keine schöne Bräunung, hat immer noch diesen Tiefkühlcharakter. Hähnchen. Deutlich, deutlich schwacher als bei Pizza Max. Man muss immer vorsichtig sein mit bestimmten Sachen vergleichen. Es gibt Sachen, da können wir einfach von Fakten sprechen. Das hier ist deutlich schlechter. Die ist trockener, die ist nicht so weich. Die hat einen komischen Beigeschmack, die Hähnchenbrust. Viel härter. Das andere kam mir vor, wirklich gefühlt wie frisch geschlachtet, zack, darauf. Das hier so aus dem Aufreißbeutel aus dem Supermarkt, Hähnchenbrust drauf. Ich muss hier auch noch mal auf ein zweites, weil ich zu viel gelabert habe, auf ein zweites Stück zurückgreifen. Viel tomatiger diese Pizza als bei Pizza Max zum Beispiel. Knackige Paprika, also jede andere Pizza-Variation hat seinen gewissen Charme. Ich habe ja auch schon eine Sucuk-Pizza gegessen, die fand ich viel besser als diese hier, die ich auch viel besser bewertet hätte. So performt natürlich jede Variante anders. Hat einfach immer noch so einen Tiefkühlpizza-Charakter. Das ist für mich keine richtig geile Lieferservice-Pizza, muss ich sagen. Diese Variante hier nicht. Zu frische kann ich noch sagen, kam es mir bisher am wenigsten heiß vor. Allerdings absolut im grünen Bereich. Die anderen waren aber frischer, möchte ich nicht sagen, aber heißer.
Weiter geht's mit Smileys zur vierten und letzten Pizza. Optisch würde ich sagen, ist das mit der Testsieger, wenn nicht sogar der Testsieger. Wenn ihr das seht, hier schon mit dem Rand noch leicht Käse drüber. Optisch ist es sehr stark. Hähnchenbrust ähnlich auch wie bei Pizza Max. Ist das denn ernst? Die haben die Pizza nicht geschnitten, Mann. Muss man vielleicht sagen, vielleicht ist es Taktik, weil durch das Aufschneiden verliert die natürlich auch Wärme, wenn mich nicht alles täuscht, und wird schneller kalt. Also vielleicht ist es wirklich Taktik von denen. Nehmen wir den Kollegen jetzt mal. Die erste Pizza, man hat das manchmal beim Ansetzen, zack, es kommt so ein ganz durchdringendes Tomatenaroma reingeschossen, positiv. Hähnchen auch immer noch deutlich besser als bei Domino's, war nicht so weich wie bei Pizza Max, ich weiß nicht, wie sie das machen. Rand, leichtes Knusper noch, sieht aber besser aus, als er ist tatsächlich, aber immer noch gut. Doch. Schönes Feeling. Auch jetzt von der Gesamtperformance her. Wirklich stark, geiler Teiggeschmack außen im Rand. Also zur Frische auch mal kurz bei Smileys Pizza. Die ist auch vernünftig, aber komischerweise muss man sagen, bei Corle Pizza und bei Pizza Max war das heißer. Es war für mich gefühlt frischer als bei diesen beiden Pizzen. Kompromisslos besser als die Domino's Pizza hier. Ich möchte den Domino's Fans nicht auf Chips treten. Mit Sicherheit andere Varianten. Hätte das anders ausgesehen. Das ist eigentlich nicht besser als die Corle Pizza. Gib einfach mal auch eine 5 von 10. Das war wirklich nicht gut. Ich habe da mal eine Sucuk Pizza gegessen, die war viel besser. Die hätte auch ein bisschen länger in den Ofen gemusst. Hähnchenbrust hat eingekackt. Da waren viele Faktoren, die sind nicht richtig gelaufen. Das heißt, wir haben jetzt ein Finale zwischen Smileys und Pizza Max. Pizza Max sind wir mit in einem Lieferranking. 9 von 10 Punkten haben wir da erreicht. Wirklich starkes Ergebnis. Mit dem Ergebnis von dieser Pizza haben wir den Sieger für heute gekürt. Smileys ist gut. Aber mit einer 8-2 kommt die nicht an. Pizza Max ran. Wir haben Gewinner. Es ist Pizza Max. Ganz klar, Leute, Pizza Max war krank. Pizza Max war bei dieser Disziplin, bei dieser Pizza krank. Ich wäre bereit, das auch nochmal mit einer anderen Variante einer Pizza zu machen, aber hier wirklich Domino's wirklich heute lange nicht so, wie ich es gehofft hätte und ich es in Erinnerung habe. Smileys vernünftig, aber Pizza Max war die Nummer 1, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir eure Erfahrungen von den Pizzen, was ihr dazu sagt. Ihr kennt die Ketten. Bitte in den Kommentaren wieder vielleicht auch, was ich hätte testen müssen. Vielleicht mache ich es ja noch. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Gerne einen Daumen oben. Das supportet das Video und bringt uns nach vorne. Bis zum nächsten Mal.